Servus zusammen und recht herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Deichhof, der neuen Map vom Kalle, die uns ja sozusagen in Anführungszeichen ja jetzt hier begleiten wird im nächsten oder im neuen Let's Play. Und ich habe jetzt richtig Bock drauf, deswegen auch hier jetzt weiter zur nächsten Aktion. Wir brauchen unbedingt Material für unsere Tierchen, deswegen habe ich mir auch gedacht, hole ich hier doch hier einen schönen Glas, denn Glas brast ja auch im Prinzip am besten hier in den Norden. Da kommt übrigens unser Lindrak entgegen. Da teste ich gerade, ob auch der KI-Helfer funktioniert, denn beim Händler stehen noch weitere Geräte, um Heu zu machen, nämlich natürlich ein Wender und ein Schwader. Ein Wasserfass habe ich bereits schon gekauft und habe A, das Gewächshaus mit Wasser gefüllt und B, die Schafe schon mal mit Wasser versorgt, denn die brauchen Wasser. Die Kühe interessanterweise nicht. Und das Gewächshaus, da habe ich schon mal gestartet. Da läuft also jetzt die Produktion an für Tomaten und für Salat. Denn ich möchte auf jeden Fall in die Sandwich-Produktion hier gehen auf der Map. Denn Sandwich scheinen hier gut Geld zu bringen. Nämlich entweder beim Kiosk am Strand, am Strandkiosk. Oder es gibt hier auch ein Kino. Da kann man ebenfalls dann seine Sandwiches verkaufen. Und das Kino ist hier ganz bei uns in der Nähe, beziehungsweise nicht hier bei uns in der Nähe, sondern beim Händler in der Nähe, in dem Gebiet. Und jetzt muss ich mal aufpassen, denn wir haben hier eine spezielle Einfahrt hier auf unser Grasfeld. Sudele, denn da glaube ich, links oben ist die Einfahrt. Dann kommen wir hier drauf und dann machen wir erstmal Heu. Ich halte mich noch ein bisschen zurück. So, hier müsst reingehen. Ich halte mich noch ein bisschen zurück mit der Mischration, denn wir müssen jetzt erstmal überhaupt das Ganze zum Laufen bringen. Bin ich da oben jetzt gerade am Ast hängen geblieben? Oder wo bin ich da hängen geblieben? Nee, da gibt es keine Kollision. Okay. So, also wie immer erstmal vorne ab. Wir haben wieder mal unser Lieblings-Pöttinger Schneidwerk. Kann ich hinten auch schon? Ja, warten wir mal. So, Motor an. Okay. Dann hinten runterlassen. V steht ja für vertikal. So, Motor an und los geht's. Und da kommt wieder das schöne Geräusch. Denn hier auf der Map haben wir jetzt mal wieder alle Mods, die ich so noch habe auf meiner Playsy. Ich musste ja in der Zwischenzeit auch einiges wieder runterschmeißen. Habe ich hier installiert und da gehört natürlich das Pöttinger Schneidwerk auf jeden Fall dazu. So. Da machen wir mal die Karte rein. Und auch hier hoffe ich, dass es keine Probleme mit dem Feldrand gibt. Ihr wisst es ja, ich bin ein gebranntes Kind, was dieses Thema angeht. Denn wir hatten jetzt schon zweimal den Fall, auch auf einer Map vom Yogi, dass man doch mit dem Mähen von Wiesen plötzlich auch einen neuen Feldrand produziert. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Auch hier alles wieder bestens. Und der KI-Helfer scheint tatsächlich beim Händler angekommen zu sein. Insofern freue ich mich auch, dass auf jeden Fall wir hier für die Konsolenspieler entsprechende Unterstützung haben. Auch das muss immer getestet werden. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen, eine Map gut oder nicht ganz so gut zu finden. Aber im Moment sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. So. Dann schauen wir mal, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal Heu hinkriegen. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, die Schafe brauchen nur Gras, oder? Die Schafe brauchen nur Gras. Es gibt übrigens zwei Schafställe in Anführungszeichen. So, wenn wir hier Heu einwerfen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal 80%. Dann fangen die Tierchen zumindest an zu arbeiten. Und hier müssen wir unbedingt uns einen Drescher erstmal mieten, würde ich sagen, für die erste Saison, damit wir auf jeden Fall Getreide bekommen für unsere Hühner. Und natürlich dann auch Stroh zum Einstreuen. Denn wie gesagt, wir müssen uns erstmal ein bisschen orientieren hier auf der Map, was hier Sache ist. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier drauf eingehen. Denn wir sehen hier, stopp, nicht da ist der Händler, wir sehen hier, hier gibt es nämlich die Schafweide und dann haben wir hier noch einen Schafstall. Das finde ich auch interessant, da sind noch keine Tiere drin. Das schauen wir uns dann auch an. Hier habe ich Wasser gezapft, gibt es also kostenlos an der Stelle, gibt es Wasser. Und da müssen wir mal schauen, denn das Land gehört uns ja schon. Und ich bin fast am Überlegen, wenn wir jetzt diese Wiese noch dazu kaufen würden, die aber ordentlich ja kostet,
gepostet, dann könnten wir hier einen schönen Weg basteln rüber, der uns natürlich direkt zum Wasser bringt, weil ansonsten ist es schon ein kleiner Umweg hier, die Fahrerei. Ja, weil wenden kann man hier auch nicht, aber das geht soweit. So, jetzt ist mir noch Folgendes aufgefallen, das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Also ich hoffe doch sehr, dass uns der gute Kalle, so jetzt muss ich schauen, wo es lang geht, nicht nochmal überrascht. Denn ich habe jetzt gesehen, dass hier hinten eigentlich offiziell Maprand ist oder Ende und jetzt ist hier noch ein Haufen Gebiet und Gelände. Also hier ist noch nicht so richtig Ende Gelände. Also ich habe doch die Hoffnung, dass er nicht nochmal meint, dass er hier basteln muss vom LS25 und uns hier dann nochmal Material hinstellt, dass es wieder ein Update gibt, was heißt, bitte neuen Spielstand. Ja, nee, so. Also weiter geht's und ich glaube, ich kann jetzt hier den Helfer mal marschieren lassen. Ja, wir probieren's. Und dann gehe ich nämlich mit dem Kollegen Lindner mal schon mal einen Wendler holen. Ah, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte mir theoretisch... Ja, ich hätte theoretisch ja das Gewicht da lassen können. Ja, machen wir erstmal Transport, oder? Machen wir erstmal Transport. Das sieht zwar jetzt ein wenig komisch aus, aber bringen wir erstmal das Material zum Hof. Das müsste eigentlich so gehen. So. Trick 18. Man könnte sagen, so macht es der Profi. So, Dele. Dann natürlich wieder hier eine wunderschöne, mal hier ausnahmsweise von Krone einen Schwader. So, da drüben ist das Kino. Ah, das muss ich euch auch zeigen. Weil hier kann man natürlich reingehen ins Kino und das Besondere sind hier oben die Maps. Man kann sich sozusagen die Vorstellung anschauen. Hier Movie 1, wie alles begann. Dann hier Tunnel und Berge. Dann die Frühling. Dann haben wir hier den Deichhof. Aber das ist, ja genau, Deichhof. Dann haben wir hier auch eine wunderschöne Map. Da müsste doch jetzt irgendwo die Rehbach dabei sein, oder? Handcase und Musik ist die Rehbach, natürlich. Dann, ich glaube, das hier ist die White Farm. Und da gibt es da noch mehr. Was haben wir da? Dann nochmal die Frühling. Die Kallebach, wenn ich richtig sehe. Und Evergreen, ist das eventuell die Rehbach? Ja, also auf jeden Fall. Genau, hier kann man dann auch noch Material verkaufen. Dann kann man hier reingehen in die Halle, in die Säle und hier sich tatsächlich dann in Anführungszeichen Filme ansehen. Ja, das müsste die Frühling sein. Wunderschön. So, hier gibt es dann Abladestation. Hier, denke ich, können wir dann unsere Burger bzw. unsere Sandwiches hinbringen. Hervorragend. Also ich habe ja so Bock drauf. Also ich muss ehrlich sagen, gefällt mir gut. Und jetzt haben wir natürlich wieder 4 Maps hier in der Pipeline. Davon spielen wir 3 im Stream. Und die hier wird jetzt hier unser kleines Videoprojekt. Da bin ich jetzt schon fest davon überzeugt. Denn es ist einfach wieder mal eine Map, die hier richtig Spaß macht. Die einfach auch Feeling rüberbringt. Die einfach einen abholt, wie der Yogi sagen würde. Die halt einfach Atmosphäre hat. Und wo es echt wirklich ganz, ganz toll ist, drauf zu arbeiten. Und eins muss man ja auch sagen, er hat schon wieder dafür gesorgt, dass wir hier jede Menge Arbeit haben, ne? Mit den Schafen, mit den Kühen, mit den Hühnern, die alle hier auf dem Bauernhof sind. Und dann haben wir noch die ganzen Produktionen. Also es kann hier sofort richtig rund gehen und dann hat man wenigstens auch das ganze Jahr über etwas hier zu tun. Besonders spannend finde ich ja tatsächlich, dass wir in der Mühle auch Mais und Sonnenblumen und im Prinzip alles hier weiter verarbeiten können. So, jetzt aufgepasst, wir müssen jetzt gleich irgendwo hier links rein. Und ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen, erstmal, da wir ja wie gesagt kein Fermenter-Silo hier am Hof haben, sondern nur die klassischen Silos, und ich will auch mal gucken, ob das Multifrucht eben dann auch Gras, Heu bzw. Stroh aufnimmt. Das wäre natürlich herzallerliebst. Deswegen werden wir hauptsächlich, also dann, wenn es nicht gehen sollte, mit Ballen arbeiten. So, da komme ich jetzt vermutlich nicht rein, ne? Nee, da komme ich jetzt nicht rein. Das ist wieder zu hoch. Oder? Ja, klar. Okay. Dann stellen wir das Ganze... Ja, wo stellen wir denn das Ganze jetzt hin? Oh. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng.
So, da kommen wir soweit rum. Ja, dann lassen wir den Schwader erstmal hier stehen. Dann müssen wir uns noch Gedanken machen, wo wir den hinstellen, wo wir da ein gutes Plätzle finden. So, das Ganze hier. Arbeitet er? Ja, er arbeitet hervorragend. So, das packen wir jetzt auch erstmal dahin. Das werden wir ja gleich brauchen. Aber ich will auf jeden Fall erstmal noch den Ballenwagen holen. Ja, und um zu sehen, ob wir das Ganze natürlich reinbekommen in das Silo, brauchen wir da trotzdem einen Ladewagen, ne? Es hilft ja nichts. Und wir sollten uns jetzt langsam noch einen Action ohne Ende hier auf der Map. Wir brauchen natürlich dann noch einen Drescher. Oh, da aber schnell, zügig. Einen Drescher. Um natürlich unser Getreide zu ernten, um Stroh zu bekommen. Aber ich denke, wie gesagt, am Anfang hauen wir einfach erstmal Heu rein. Gras für die Schafe, Heu und natürlich das Getreide relativ zügig dann für unsere Hühner. Mir geht es einfach nur darum, dass hier im Prinzip die Produktionen schon beginnen. Alles andere können wir uns dann danach noch überlegen. Deswegen bin ich jetzt auch gerade überlegt, wir machen jetzt Folgendes. Auch hier wieder Spezial. Wir brauchen ja definitiv einen Gabelstapler auf dem Hof. Und dann nehmen wir uns einfach einen Sack Hühnerfutter mit. Oder eine Palette. Und dann soll der Gabelstapler mal ganz in aller Ruhe zum Hof fahren. Das funktioniert ja zum Glück. So wie es aussieht, ganz, ganz gut. So, dann nehmen wir nämlich hier wieder das Gewicht auf. Sudele. Und dann können wir ja eigentlich auch den Helfer mal losschicken. Brauchen wir hier irgendwas? Nee, Siliermittel oder so hat diese Presse nicht meines Wissens. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich denke auch nicht, dass wir hier Öffnungszeiten haben, glaube ich. Da ist alles so im grünen Bereich. Das ist übrigens auch schön gemacht eigentlich hier, der Verkaufspunkt. Kann man auch gut ranfahren. Der Verkaufs- und Reparatur- und Wartungspunkt. Wir schauen mal. Stopp, nicht da. Nee. Alles gut. Da gibt es kein Siliermittel. So, das heißt, wir können den hier wieder losschicken. Einmal bitte. Ja, schick den mal hier hin. Ich meine, spannend wäre es ja wirklich, wenn er auch hier reinkäme. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. So, haben wir in der Zwischenzeit vielleicht wieder irgendwas? Ja, der Klaas hier, ne? Das wäre echt zu überlegen. So, was haben wir denn hier? 180 PS, da reicht unser Klaas nicht. Den haben wir mit 169 oder 165. Aber wir brauchen ja sowieso eigentlich eher kein Mais. Wir brauchen definitiv, ja. Nee. Also, dann holen wir uns jetzt noch einen Stapler. Einen Teleskoplader. Nee, mit dem Stapler sind wir, sind wir besser bedient. Und auch da... Nehmen wir wieder den Manitou oder sollen wir mal spaßeshalber hier den Lizard nehmen? 25, der würde 43 fahren. Ja, schauen wir mal. Ohne Lastschutzgitter natürlich mit. Sicherheitswarnleuchten. Okay, nehmen wir mal mit. Warum nicht? Ja. So, und dann dazu eine Palette mit Futter, Weizen. Weil dann können die Tierchen schon mal loslegen mit der Eierproduktion. So, der arbeitet auch Wunderbärchen. Dann schauen wir mal, weil wenn der mit 40 unterwegs ist, dann hält er nicht ganz so den Betrieb auf. Aber den brauchen wir auf jeden Fall für die Hofproduktion. Das ist schon mal nicht schlecht, my friend. My friend, let's go. So. Dann schicken wir den auch mal los, weil ich habe lieber ein Auge auf den Lindtrack. Ist der tatsächlich da drin?
Okay. Ja, das wusste ich doch, dass das sich irgendwo aufhängt, dass das nicht klappt. Witzigerweise, jetzt ist ja witzigerweise, anscheinend hat der Zaun keine Kollision, aber hier das Tor. Warte. So, da müssen wir wieder einschalten. Ja, Tor schließen. Ja, klar, das Tor hat Kollision, der Zaun hat keine Kollision. Ei, verpipsch. Okay, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir aufpassen. So, Dele, weiter geht's. Im Konzept. Ja, wir müssen hier jetzt langsam aufräumen, ne? Ja, wir brauchen doch einen Ladewagen. Ein kleiner Ladewagen. Kann nicht schaden. So. Okay, er fährt hier auch seine Runden. Hervorragend. Hervorragend. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der ist noch gar nicht da. Okay. So, dann werden wir hier jetzt erstmal anfangen, Heu zu machen. Dann machen wir hier erstmal Heu mit dem schönen Wender von... Ah, jetzt wird wieder was blockiert. Das kann aber eigentlich noch nicht der Stapler sein, oder? Ach, interessant. Okay. Der holt aber kräftig aus. Der holt aber kräftig aus. Fährt also noch mit der KI und fährt hier mitten übers Feld. Auch nicht schlecht. Okay. Jetzt fährt er gegen den Baum. Okay, ich hab's verstanden. Das wird nichts. Dann werden wir damit erstmal die Hühner füttern. Okay, aber so weit kommen wir. Am besten also nur Richtung Straße auf den Hof. Schafft das einfach nicht. So, wo sind denn jetzt wieder die Hühner? Wir können hier geradeaus fahren. Also ich muss ehrlich sagen, der Hof ist wirklich cool. So richtig ein bisschen auch verwinkelt. So, wir können... Augenblick, wo waren die Hühner nochmal? Ich habe keinen Durchblick. Die Hühner waren irgendwo da hinten. Wo waren jetzt nochmal die Hühner? Ne, die waren bei uns. Da waren die. Hier geht's durch. So, hier können wir dann auf jeden Fall mal die Hühner füttern. Und ab geht's. Na? Müsste das jetzt nicht hier rausgehen? Muss man das abhängen? Ah, stopp mal. Eventuell so. Ja, okay, da ist der Trigger. Hervorragend. Sehr schön, dann ist das Thema auch durch. Dann schauen wir mal. Die Hühner sind dann erstmal versorgt. Ach du Schande, da passt aber jede Menge rein. Da passt aber jede Menge rein. Wie viele Hühner passen denn da überhaupt rein? Oh, 360 Tierchen. Also da können wir ja absolut in die Eierproduktion gehen. Was bringen hier Eier? Was bringen hier Eier auf der Map? So. Ja, jetzt könnte ich natürlich auch schon mal den einen oder anderen Ballen Silage einwerfen in die BGA. Aber vielleicht brauchen wir die Silage noch. So, Imbiss am Badestrand für das erste Futter. Müssen wir mal schauen. Ja, okay. So. Im Ballenlager selber, jetzt überlege ich gerade, waren da noch Ballen? Ja klar, das sind ja Ballen. Heu und Stroh ist ja da und Silage. Also eigentlich können wir ja sofort Mischfutter machen, fällt mir gerade auf. Ei, verbipsch. Also Mischstation. So, wo bringen wir den jetzt hin? Wo bringen wir den hin, dass er nicht dumm im Weg rumsteht? So, das ist ja Tier. Ja, da kommt ja gar nicht rein, gell? Okay, aber das wird ja auch hier vorne abgeladen, ne? Hier vorne müsste das Zeug erscheinen, oder? Da ist doch der Spawn, genau. Wo
Wo müssen wir das reinwerfen? Hier müssen wir es abladen. Okay, das machen wir wieder zu. Weil sonst kommen wir da, glaube ich, nicht vorbei. Was ist das hier? Ah, okay. Okay, komische Stelle dafür. Aber Bingo, passt. Ach, stimmt, müssen wir da drüben hin. Denn da werden natürlich die ersten Paletten spawnen. Salat und Tomaten. Und die müssen wir dann die 3 Meter hierher bringen. Vermute ich mal. Gut, dann brauchen wir das erstmal so. Dann stellen wir hier den Kollegen hin. Dann steht er nicht im Weg. Wunderbar. Wie weit sind wir jetzt hier? Er ist fertig. Und jetzt bin ich echt am Überlegen. 394. Sollen wir uns diese zweite Wiese noch gönnen? Ich meine, die ist ja groß, ne? Ei, 4 Hektar. Ja gut, da können wir dann natürlich auch was ansehen. 97. Ich meine, die Wiese ist ja schon groß. Aber wir brauchen ja Material für... Ja, logisch, wir brauchen ja Material für die BGA. Also eigentlich müssen wir diese Wiese hier kaufen. Und dann können wir nämlich hier einen wunderschönen Weg basteln. Was ist eigentlich mit der 6? Oh, die hat ja gar kein Potenzial. Okay. Ja, dann hier hilft nichts. Wir werden die 8 basteln. Ja, wir werden die kaufen. Und dann werden wir da drüben schon mal anfangen zu mähen. Und dort machen wir Silage. Hier werden wir Gras und praktisch Futter machen. Gras und Heu. So, jetzt steht er hier im Weg rum. Wer hat denn den da so blöd hingestellt? So. Genau, dann machen wir das nämlich so. Dann wird das unsere Futterwiese und das andere wird unsere wunderschöne Produktionswiese. Soll heißen, da produzieren wir Silage für unsere BGA. 4 Hektar Gras. Leute, da kommt was zusammen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da werden wir Ballen pressen bis zum Abwinken. Denn mit dem Bunker bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Ihr wisst ja, Oberschwaben, da hatten wir auch ein bisschen Probleme mit dem Bunker. Und dann hauen wir das Zeug doch lieber ins Ballenlager. So, hier ist auch noch eine schöne Wiese. So, wo ist denn hier die Feldeinfahrt? Boah, ist das ein großes Eiferbübsch. Das wäre ja prädestiniert für einen Krone Big M, oder? Ja, da bräuchte man einen Krone Big M. Da könnte man loslegen. Ja, hier mit dem CC66 wird es schon etwas schwieriger. Okay. Jetzt keine Müdigkeit vortäuschen. Ach, haben wir übrigens Fruchtzerstörung hier am Gras? Nee, oder? Haben wir nicht. Nee. So, Motor an. Motor an. Tempomat rein und dann geht's los. Und hier steht das Gras auch bestens im Futter sozusagen. Ja, und dann würde ich doch sagen, Freunde, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Also wir sind hier voll in Action hier auf dem wunderschönen Deichhof. Und da unten ist übrigens dieser andere Stall, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ist das ein Schweinestall oder ist das auch ein weiterer Kuhstall? Ach, hier kommen wir raus, wenn wir den Weg lang fahren. Naja, sehr schön. Also, wir werden hier weiter arbeiten und jetzt die nächste Wiese uns vornehmen, die uns hier jede Menge Arbeit macht. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch das Getreidefeld für Stroh und für Weizen beziehungsweise ja für unser Hühnerfutter entsprechend abernten. Da werden wir uns dann einen Drescher erstmal mieten, denn so weit werden wir da nicht reingehen, dass wir dann hier jetzt im großen Stile Feldarbeit machen, sondern erstmal gucken, dass wir hier mit den Wiesen zurechtkommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage an der Stelle immer wieder vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.